Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Ja, in dieser Folge kümmern wir uns erstmal um diese Rampe hier und dann wollte ich noch das Hoverzeitrennen machen, was wir als Quest verfügbar haben. Und ich würde mal sagen, wir schauen erstmal, ob eines unserer Tags es soweit schafft. Du zum Beispiel. Blöd, dass ich das andere Tag nicht gespeichert habe, weil das wäre, glaube ich, besser geeignet. Neues Tech einsetzen, bloß nicht verklicken, weil sonst ist unser Hauptdeck weg. Oder landen eine ganze Menge Viecher. Seht ihr das? Ich glaube, die müssen wir erstmal aus dem Weg räumen. Nicht, dass das hier noch böse endet. Die sind doch schon ein bisschen gewalttätig groß. Ja gut, Steine. Haben wir die Steinklopp-Quest eigentlich schon abgeschlossen? Hat da gerade was auf mich geballert? Wir wissen es nicht. Na komm, verankern wir hier irgendwo. Wobei, da ist ja nochmal was in der Nähe. Das muss auch weg. Zwangsläufig. Gegen unsere fetten Kanonen hat das ja eh keine Chance. Na komm, veranker dich doch mal. Ist doch nicht die Möglichkeit. So abschüssig ist das Gelände hier auch wieder nicht. So. Mit dir sollte das aber jetzt hier ratzfatz klappen, oder? Blöd, dass hier die Ressourcenchunks direkt im Weg sind. Na komm. So. Lass mal wieder aufladen. Ui. Hey, das hat gereicht. Sehr schön. Dann kannst du wieder zurück ins Inventar. Ach, du verkaufst noch ein paar Kleinigkeiten, habe ich gehört. Das ist jetzt nicht so toll. Wollen wir das jetzt noch kurz abwarten? Wobei, dich kann ich ja auch so ins Inventar schicken, damit du mir nicht kaputt gehst. Und dann sammeln wir die Kiste noch ein. Machen den Gegner da hinten platt. Schauen nach weiteren Quests. Oh, zwei Kisten? Ist ja heute schon Weihnachten oder was? Nee, Moment, das war ja erst. Ja gut, aber da sag ich danke. Oh, und die coolen Räder von Venture. Die müssen wir auf jeden Fall haben. Das hat sich gelohnt. Vielleicht zwei Belohnungskisten. Huiuiui. Achso, das Ding da wurde gerade von meiner Basis zerlegt. Sehe ich das richtig? Und direkt wachsen instant die Bäume nach. Ja, moin. Und, alles drin? Na da, holen wir uns die Steinchen da vorne auch mal. So. Na komm, stell dich nicht so an. Diesen Rotor da vorne, den möchte ich auf jeden Fall haben. Es ist direkt schon wieder was hier. Etwas, was es auf meine Produktion abgesehen hat. Die gönnen mir aber auch keinen Geldscheißer, ne? Bei meiner Base. Aber mittlerweile haben wir über 200.000 Credits. Das ist doch super. Da kann man arbeiten. Und ich würde mal sagen, wir helfen da mal nach. Sonst dauert das hier ja wieder Ewigkeiten. Ach, das ist ja nur ein kleiner Mini-Mini. Drill Driver heißt er. Alles klar. Können wir mal kurz verankern hier? Feinde zu nahe? Ach, da ist ja noch mal einer. Na komm, geh mal kaputt. Was hält denn der aus? Zu viel, würde ich mal sagen. Sehe ich das richtig, dass ich hier wieder jede Menge Anker verloren habe? Na gut, die müssen wir auf jeden Fall ersetzen. Herstellungsblöcke hier. Drehbare Ankerverankerung. Gehen wir mal kurz hier in den Flugmodus. Ich meine den Baumodus. Vielleicht setzen wir hier nochmal ein Mittelchen. Die werden wir auch alle wieder verlieren. Naja, passt schon soweit.
Ah, das ganze Kleinvieh hier. Weißt du was? Du wirst direkt verkauft. Du wirst direkt verkauft. Komm, das wertlose Zeugs müssen wir auf jeden Fall mal loswerden. Ist hier die Produktionslinie verstopft. Da hat mir irgendwas mein Ding weggedrillt. Sehe ich das richtig? Das geht aber gar nicht so. Kann ich da rüber wechseln? Jo, auf die Base kann ich rüber wechseln. Ist doch schön. So. Dann platzieren wir dich mal wieder. Solargeneratoren habe ich keine mehr übrig, oder? Energie. Einen hätte ich im Angebot. Mal sagen, gehst du mal hier hin? Kommst du eine Schildbubble und eine Repair-Bubble? Haben wir hier noch ein KI-Modul irgendwo rumhängen? Ja. Dann würde ich mal sagen, spendieren wir hier dir auch nochmal irgendwie so ein Verteilungstürmchen, so ein Mini-Wini. Der in alle Richtungen ballert. So, du kannst dich drehen, wie du möchtest. Das ist doch nett, oder? Und ja, ich weiß, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, aber... Hey, wer nimmt das hier so genau? So, du kannst dich jetzt verteidigen, das ist doch schön. So, dann holen wir uns jetzt noch ein paar Quests ab. Und dann fahren wir zu dieser Hover Ranch Strecke. Und der Mikey da hinten, habt ihr ihn gesehen, wie er schon traurig guckt, dass wir uns nicht um ihn kümmern, weil wir hier ums Verrecken kein Dings finden, kein Carbide. Ja, der kann einen schon leid tun. So. Kleine Handelsstation. Guck mal, ein verdächtiges Paket. Zeitfahren ist in Ordnung. Black Op Dunkels. Ja. Weißt du, wenn hier schon mal was rumliegt, dann können wir es auch mal hier einräumen. Na, kommst du mit? Verweigert sich einfach, angeklickt zu werden. Ja, Carbid-Erz, das ist das Problem. Aber ich wollte jetzt das Hoverzeitrennen machen. Da muss man ein bisschen weiter weg. Na komm, Bäume weg. Aber guck mal, wir waren da ein paar Minuten hier bei uns in der Base und dann haben wir schon wieder 200.000 Credits. Ich glaube, mittlerweile könnten wir uns das sogar leisten, wenn dieses Deck hier kaputt geht, dass wir es ersetzen, aber... Wobei, mit den ganzen Hocker-Kanonen könnte es ein bisschen mehr wert sein als 200.000. Ja, ich habe ja noch Nachbrenner. Vielleicht wird das wirklich mal an der Zeit, irgendwie einen Spritkanister zu verbauen, der dann hoffentlich nicht hochgeht. Sprit? Einen hätten wir im Angebot. Und gerne würde ich noch eine zweite Düse installieren. So. Dann können wir ein bisschen schneller Gas geben. Länger. Nicht schneller. Das wird ja auch das kleine Problem sein, wenn man erstmal irgendwo aufliegt. Kann man sich hier verankern? Ja. Das mit dem Verankern klappt hier zumindest richtig gut. Aber die Anker bleiben ja überall hängen. Jo, das ist eigentlich auch Quatsch, was ich hier gerade mache, aus dem einfachen Grund, weil wir eh keine Batterien aufladen können. Na komm. Dann sliden wir mal ein bisschen hoch. Hängen wir hier wirklich fest? Ist ja echt abartig phänomenal. So, geht wieder. Guck mal, das ist die Strecke, aber den machen wir auch nochmal schnell platt. Weil der gibt uns immerhin Geocop-Punkte. Sehr gut. Hier möchtest du natürlich nicht verankern. Das finde ich sehr frech von dir. Und ich habe das Gefühl, ich würde die halbe Zeit am Mikro vorbeireden. Wenn das so ist, dann tut es mir leid. Ich sitze gerade ein bisschen schlecht. Die schwarzen Blöcke, die hier da
vom Ding wegfliegen. Die sieht er ja auch, oder? Weißt du was? Wo ich hier mit dem Quatsch hier weitermache. Herstellungsblöcke. Wirst du mal schnell platziert. Geht ja auch ratzfatz. Dann kannst du es einsaugen, während wir weiterfahren. Und weg damit. Na komm. Geben wir mal bisschen Gas. Wir brauchen deutlich mehr Schub. So, dann kommt wieder mal das verrückte Hoverzeitrennen. Ist da gerade was gelandet? Aber immer wenn das Bild so leicht verschmiert, ist es ein Zeichen dafür, dass wir Schaden genommen haben. Wunderbar. So, nein. Techladen. Wo haben wir denn? Hier ist der kleine Fratz. Nicht ersetzen. Neuen Tech setzen. So, dann wende mal kurz. Und ja, ich kann hier die Maus nicht benutzen, weil ich Pfeiltasten und WASD brauche. Da ich leider nur zwei Hände habe. Funktioniert das nicht so gut. Uiuiuiui. Ja, ist ein bisschen schwerfällig, das Ding. Ja, kann ich da rein? Uiuiuiui. Das ist ja wirklich ein bisschen extremst schwerfällig, das Ding. Ich nenne es das Ding. Kein Hovergerät, sondern das Ding. Ich glaube, das wird auch jeder verstanden. Oh, da geht mal runter. Gehen wir mal hier hoch. Oh nein. Ist nicht dein verdammter Ernst. Weg hier. Ja, ich weiß, dass ich den Checkpoint verpasst habe. Ich muss weg. Ich weiß, dass es die falsche Richtung ist, aber ich muss erstmal die Strecke hier reinigen. Das geht ja mal gar nicht. Bin ich auf der Flucht? Falsche Richtung, ne? Wo geht's zu meinem Hauptdeck da hinten? Ja, wir werden es neu platzieren müssen, bevor hier was kaputt geht. So. Ja, du gehst mal bitte ins Inventar. Und dann räumen wir dich da ab. Na, guck mal, da bekämpfen sich schon zwei. Eieieiei, musst du mir das Leben hier so schwer machen? Ich denke mal, das war ein Ja, oder? Er muss. Weißt du was, ich platziere dich hier irgendwie. Wenn ich dich verankert bekomme, dann habe ich ein KI-Modul auf dich drauf. Ich schätze mal, das ist hier mitten im Weg, oder? Wir werden sehen. Ja, wunderbar, ich habe schon wieder 100.000 Anker verloren. Ja gut, ein paar mal wieder eingesammelt. Das mit dem Verankern, ne? Das ist echt so eine Krankheit. Na komm schon. Ich will dich doch nur verankern. So. Gut, dann setzen wir da wirklich mal ein KI-Modul drauf. Weil da haben wir ja noch welche. Damit du uns hier verteidigen kannst. Ja, schau ruhig nach oben. So. Dann. Tech laden. Neues Tech einsetzen. Ja, guten Morgen. Sehr schön. So. Du gehst mal bitte zu hier. Ich hoffe, unser Hauptdeck wird uns da ordnungsgemäß verteidigen. So, noch einmal kurz die Kamera ausgerichtet. Schön in Bodennähe bleiben. Ja, wir müssen hier eine gesamte Runde fahren. Zeitrennen mit Hindernissen. Wäre ja auch eine nette. Also ein netter Name für die Folge, ne? Soweit waren wir vorhin auch schon.
Helikopter, ich kümmere dich bitte drum. Ja, da oben waren wir ja schon. Ist das ätzend. Hopp, hopp. So, hier hoch. Nicht zu schnell werden. Wir müssen hier keinen Weltrekord aufbauen. Was? Kein Weltrekord? Oh. Ah, Zeit ist abgelaufen. Ich werde verrückt. Dann halt nochmal. Na gut, muss man sich doch ein bisschen beeilen. Ist alles ein bisschen schwerer, als man denkt. Hoppala. Wenn man die Steuerung ein bisschen irgendwie vereinfachen könnte, damit es halt nicht so schwerfällig ist. Natürlich landet da direkt etwas neben mir. Fahr mal bitte zu meinem Hauptdeck rüber. Danke. Bleibst du da jetzt stehen? Ich hoffe mal nicht. Nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, der bleibt da stehen und verteidigt das Tor mit seinem Leben. Naja, gut, aber der macht zum Glück nicht so viel Damage, denke ich. Hauptdeck, töte. Töte es, bevor es Eier legt. Sehr schön. Damit hat er nicht gerechnet. Der kleine Fratz. So, jetzt aber komm. So, da kommen wir noch. Da ist schon der nächste Gegner. Muss ich die Strecke hier mit Wachtürmen abschirmen oder was? Jo, bis jetzt sieht der Run hier richtig gut aus. So. Da hoch. Oh, passt mal, Obacht. Hallo? Ich hoffe, das reicht noch zeitlich gesehen. Oh. Und weiter. Allzu viel fehlt da nicht mehr. Und nein! Jawohl, das hat gereicht. Hui. Na komm, schalten wir mal wieder auf unser Hauptdeck um. Verpacken dich mal. Nein. Mach nicht so einen Quatsch hier. Dein Drills. Oh, guck mal. Irgendwas, wie hat er was verloren? So, jetzt hat er meine Hockerkanonen mitten in seinem Face. Geht doch. Dann können wir wieder verankern. Und die Teile hier einsammeln und dann fahren wir zur Kiste hoch und sammeln die auch noch ein. Uiuiui. So, was haben wir denn sonst noch für Quests, die wir in der nächsten Folge machen? Aus vorproduktionstechnischen Gründen muss ich die Folge jetzt leider ein bisschen kürzer halten. Aber die Kiste werden wir auf jeden Fall noch einsammeln. Will ich die ganzen Bohrer hier auch noch haben? Da kommt schon der nächste. Da wirst du doch bekloppt. Uiuiuiui. Die machen das doch mit Absicht, ne? Ach ja, hier ist eine Schräge. Das finde ich aber schräg. Ja, geht doch. Na komm, Storage Unit. Diesmal ein bisschen zügiger als sonst. Will noch die Kiste holen. Uiuiuiui. Ach, Smash. Ui. Von dem habe ich ja schon ewig nichts mehr gehört. Von dem alten Halunken.
Nun gut, holen wir die Kiste ab und in der nächsten Folge fahren wir zu Smash. Hoch da. So, ich hoffe, wir bekommen ein paar brauchbare Teile. Ich hoffe, wir können uns hier verankern. Können wir, sehr schön. Ja, den machen wir auf dem Weg in der nächsten Folge platt. So, meine Schnuffels, ich würde mal sagen, das war's jetzt leider von dieser Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.